3, 2, 1. Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute zum Thema. Ja, Trickdecks, die sich lohnen. Andy, zieh mal bitte eine Karte raus. Ja. Wir probieren was ganz Besonderes. Ich darf die Karte sehen. Ich kenne den Trick schon. Kannst du einmal eine Bombe draufmalen? Ach. Ja, kannst du diese Runde mit einer Zündschnur draufmalen. Okay. Ja? Ja. Perfekt. Ja. Das sieht zwar eher aus wie ein Napf, aber kannst du noch deinen Namen reinschreiben, damit wir es auch wirklich erkennen? Eine Andi-Bombe, okay. Perfekt. Okay. Perfekt. Dann, Andi, du bist die Bombe. Ich bin okay. Bombe. Ich würde ein Stückchen weggehen. Warum? Okay. Weil wir jetzt, wie gesagt, das ist eine Bombe, ja, pass auf, wir zählen runter. 4, 3, 2, 1. Was ist los? Eins. Oh mein Gott. Und deine Karte. Alter. Deine Karte. Das war die Karte. Alter. Danke an die Wonder Makers fürs Zusetzen vom Boom Deck. Ja, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, okay, wir gucken mal rein. Jetzt haben wir es da. Was ist der Effekt? Wir sind Fans. Aus eigentlich in völlig falschen Gründen. Genau, ein Zuschauer wählt eine Karte aus, er kann unterschreiben es und es gibt eine Stichflamme. Und das Kartendeck hüpft an der und dreht sich an der Stelle um. Boom Deck. Boom. Ja. Der Name ist Programm. Genau, sollen wir noch viel sagen oder kommen wir gleich zur Bewertung noch? Knackpunkte, ihr habt halt eben dieses eine spezielle Kartendeck oder Trickdeck besser gesagt und ihr könnt nicht so viele zufällige Karten, wir haben einmal mal performt, da waren ein bisschen zu viele Karten drauf, damit es schön rumspringt, sagen wir mal 9 bis 10 Karten ist glaube ich das Maximum, dann hüpft es sehr schön. Es ist schon echt beeindruckend. Ja. Es ist einfach ein cooler Effekt und das Schöne daran ist, also es ist kein ganzes Trickdeck, es ist eben nur so 2/3 Trickdeck, der Rest sind normale Karten eben, die ihr drauflegt und dann ist eine, ein elektronischer Zünder mit drin, ja. Also das ist, finde ich, wirklich sehr geil, weil es einen Unterschied macht, elektronische Zünder, die Lichtbogenzünder sind einfach zuverlässiger, ich habe auch in meiner Firewall dazu ein und zuverlässiger und sie funktionieren ohne Delay, das heißt, du drückst und es passiert sofort der Effekt, was ich bei sowas wie dem hier sehr gut finde, weil der naheliegendste Effekt ist, ihr oder der Zuschauer macht so eine Pistole mit der Hand, schießt auf das Deck und dann macht es Boom und dann springt das weg und die Zuschauerkarte liegt da und es macht Boom. Und es macht Boom. Genau, und das, wenn ihr halt das perfekt timen könnt, ist das natürlich schon geil, weil ihr BAM machen könnt oder so, oder ihr könnt mit dem Gummiband drauf schießen, who knows. Oder mit einem Pyro-Pen, meiner ist leider kaputt gegangen. Das wäre natürlich der völlig übertriebene Effekt, wenn man einen Pyro-Stift drauf schießt und dann macht es doppelt Boom. So, ja, es ist halt ein Trickdeck für diesen einen Effekt. Wir haben auch vor, das mal für eine Street Magic Performance herzunehmen, weil das halt einfach so ein Highlight-Effekt ist. Mhm. Als Worker, um das vorwegzunehmen, sehe ich es eigentlich nicht. Nee. Also als vielleicht im Zauberkoffer haben zum Schluss, um noch ein kleines Highlightchen zu machen, aber weiß ich nicht. Siehst du es da? Nee, ich eigentlich auch nicht. Es ist aber halt eben, es ist halt witzig. Es ist gerade deswegen, weil es gerade so bescheuert ist, muss ich sagen, bin ich Fan davon. Es ist völlig übertrieben. Wie gesagt, selbst die Performance, wo schief gegangen ist, sah fast cooler aus. Ja, wenn es einfach eine Stichflamme links und rechts rausgibt. Der Rauch. Ja, ihr braucht Pyro-Watte anstatt Pyro-Papier, das sollte man dazu sagen. Ich persönlich hätte keine dabei gehabt, aber war mit dabei, die erstmal getrocknet werden muss. Das heißt, also direkt rausmachen könnt ihr es nicht. Aber von daher das. Ja, es ist keine überprofessionelle Technik, aber alles solide gebaut. Also es funktioniert zuverlässig, so viel denke ich, kann man sagen. Es macht genau das, was es soll, nämlich Boom. Es ist, Kartenspiel kann man auch relativ simpel abändern. Wie gesagt, die paar Karten, die oben drauf sind, beziehungsweise das Gimmick an sich hat eben entsprechend präparieren, ist, glaube ich, recht. Kartenspiel ist natürlich nicht untersuchbar. Ich denke, das ist selbsterklärend und alles. Aber wobei, ihr müsst eine Karte präparieren. Das könnte euch ein bisschen mehr Zeit kosten, aber ihr kriegt Blau und Rot auf jeden Fall geliefert. Ja, stimmt. Das, von daher, so einfach ist es vielleicht nicht, aber mit ein bisschen was. Wenn es runter geboomt ist, dann sieht man auch oben auf dem Kartendeck das Gimmick. Also man sieht es ein bisschen. Aber ich glaube, da liegt der Fokus gerade in dem Moment so woanders. Definitiv. Ja. Aber für die ganz Spitzfindigen unter euch, das, für die das ein Thema sein könnte, ich sag auch, das ist dem Zuschauer egal, weil der ist so lang, voll cool und so. Ja. Und dann packt es halt zusammen wieder weg und dann ist es aus dem Augen, aus dem Sinn. Aber es ist ein Punkt, dass wenn es runterspringt, dass man da oben drauf was sehen kann. Genau, das Tutorial ist auch sehr kurz gehalten, was dabei ist. Ihr bekommt aber, also meine Idee wäre das halt eben, das mit der Bombe drauf, weil ich das eigentlich ganz witzig fand. Ja. Je nachdem, wie der Zuschauer das bastelt. Ich weiß nicht, ob ich es mir für Kinder gut vorstellen kann, aber wenn ein Kind halt eine Bombe drauf malt und sonst irgendwas, stelle ich mir das schon gut vor. Ja, ich würde es bewerten. Also wie gesagt, es ist kein Worker, es ist so ein,
Social Media Effekt. Das, denke ich, kann man auf jeden Fall einordnen. Und von mir gibt es 6 Punkte. Es ist ganz nett, solide Sache, kann man riskieren, wenn man diesen einen geilen Effekt haben möchte und Verwendung für hat, aber mehr auch nicht dann tatsächlich. Ja, und von mir gibt es auch 6 Punkte. Ich meine, der Effekt ist an sich recht gut, aber wird bei mir wahrscheinlich auch nicht drin sein. Ich finde aber, man kann es riskieren. Ich finde auch für manche Hobbyzauberer könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, die einfach mal wieder was komplett Neues ausprobieren. Die mal ein bisschen Boom machen wollen. Genau. Zur Mitte wollen wir euch quasi Trickdecks, die nicht als Worker gedacht sind, sondern wirklich diesen einen geilen Moment. Für einen krassen Effekt, ja. Ich denke, das erste Produkt kann man definitiv da einordnen, das wir gerade hatten. Und weiter einordnen, ja, Leviosa, vor ein paar Wochen auch reviewed, fällt da absolut rein. Lohnt sich auch echt, dieses Trickdeck mitzunehmen für diesen einen geilen Effekt. Mhm. Dann, was du auch mal sehr, sehr geil performt hast, Out of Sight von Joshua J. Mache ich auch wirklich nur für diesen einen speziellen Moment, wenn die Leute sagen, kannst du nochmal was zeigen und wirklich, ich das auch fühle, dass es passt. Würde ich es auf jeden Fall sagen. Von uns beiden eigentlich nie so richtig verwendet, aber vom Bene ganz oft performt, das Alpha-Deck. Von Richard Sanders, glaube ich auch. Ja. Auch ein sehr, sehr geiler Effekt für Zauberer. Irgendwie sehr simpel, also von der Technik her. Mhm. Aber für Zuschauer mit vielen Überraschungsmomenten könnt ihr gerne mal auschecken. Ich glaube, reviewed haben wir es nie. Nee. Wenn ich richtig genau. Was es noch gibt, das ist sehr, sehr alt. Ich glaube, du musst mich sogar fragen, wie heißt denn das? Ich musste dich fragen, ich kannte es von einem Kollegen aus dem Zauberverein, weil er das irgendwann mal so gedroppt hat als letzten Effekt noch so. Inner Flash. Ihr habt eine Münze, wo ihr ein Pyropapier einwickelt oder ein Papier. Ihr legt es auf ein Kartenspiel drauf, wo vorher eine Karte ausgesucht wurde. In dem Moment, wo es anzündet, brennt sich diese Münze einmal quer durchs ganze Deck und bleibt bei dieser einen Karte stehen. Auch natürlich sehr visuell. Hat ein bisschen was von auch diesem Boom-Deck. Und was du immer gerne gemacht hast, war der... Ja, Stickman Bob. Also ich mache eigentlich von Wolfgang Moser den Stuntman, aber die weiterentwickelte Variante davon wäre Stickman Bob. Ist auch reviewed von uns. Ja. Ist diese kleine Kanone, wo ihr quasi ein Strichmännchen in ein Kartenspiel reinschießt. Gönnt euch die ersten paar Sekunden der Review, auch richtig lustig. Ja, das richtig lustiges Intro. Ja. Genau. Genau, das waren ein paar Effekte. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr noch so an Trickdecks habt, wo ihr sagt, da lohnt sich wirklich ein Trickdeck herzunehmen für diesen einen geilen Effekt. Als nächsten Effekt haben wir Pokerface von Bill Abbott. Was könnt ihr damit machen? Ihr holt euch 6 Zuschauer auf die Bühne vor euer Publikum. Jeder darf sich eine Karte merken, indem er einfach quasi durchgeht. Mit einem Daumen merkt sich eine Karte. Ihr nennt 6 Karten, 5 setzen sich hin, einer bleibt übrig. Ihr geht zu ihm hin, schaut ihn in die Augen, haltet ihn an der Hand. Was auch immer ihr möchtet, ich sage jetzt nichts, was ich gerade noch im Kopf hatte, und sagt Kreuz 3 und er setzt sich hin. Ja, es ist quasi eine Weiterentwicklung oder Veränderung vom klassischen Tossed Out Deck mit einem zusätzlichen, ich sag mal, Convincer oder Überzeuger, dass quasi einer übrig bleibt und ihr konzentriert euch nochmal auf ihn und dann sagt ihr, es ist die Kreuz 3, setz ich hin. Ich finde diese Kombination auch selten genial, dass man halt hergeht und es gibt ja dieses, du sagst 5 Karten, alle, die ihre Karte gehört haben, setzen sich, ist ja ein magisches Prinzip. Mhm. Und das zu kombinieren mit dieser genauen Karte, mit dieser Kreuz 3 am Ende, die ich dann quasi genau benennen kann, weil das eine halt das andere so ein bisschen verstärkt, finde ich eine sehr, sehr geile Kombi. Und auch die Leute auf die Bühne zu holen, gibt natürlich dem Performer, finde ich, ein bisschen mehr Kontrolle als ein Toast-Out-Deck, was ich reinschmeiße ins Publikum. Was ich kann es gleich sagen, das Produkt kam, ich habe mir das Tutorial vorher noch angucken können. Ich habe es gleich in meinen Koffer mit reingeworfen und gesagt, ich probiere es gleich aus. Und am Abend war das quasi der Abschluss das war ein Table-Hopping-Event und danach kam eine Stand-Up-Show. Habe ich hergenommen, das packt euch auf jeden Fall 6 bis 7 Minuten rein. Und wenn ihr die Leute schon kennt und wisst, mit wem ihr das quasi machen wollt, weil ihr könnt auch kontrollieren, wer die Kreuz 3, also wer am Ende stehen bleibt. Das war dann bei mir das Geburtstagskind, was dann halt stehen geblieben ist. Die Story, die Bill Abbott dann noch erzählt, ist auch super. Man sieht halt eben auch, wie es einfach wirkt. Er hingeht und sagt, ja, wisst ihr, dass es nicht möglich ist, ein Pokerface zu behalten, wenn es wirklich drauf ankommt. Er hat verschiedene Live-Performances. Auch eins, wo derjenige, der an die Kreuz 3 zum Beispiel denkt, auch sich hinsetzen wollte, weil er quasi, ja, ich wollte nicht, dass du blöd dastehst. Nee, bleib hier. Ne? Ich habe es gemerkt, dass du quasi das Falsche ist. Oh, wie gut, wenn der Zuschauer, ja, das stimmt, das war echt ziemlich witzig. Der sucht, wenn du dir helfen willst. Ja, dann so, oh, Moment mal, aber irgendwas war bei dir falsch. Ja. Genau, ihr müsst nicht mal so viel Gedankenleistung machen, weil ich habe mir das für den Anfang auch quasi auf dem Zettel mit drauf gehabt, den ich dann da hatte. Quasi, ich muss mir notieren, welche Karten ich glaube, welches es ist. Ist ein super Skript mit dabei, welche Fragen ihr den Zuschauern stellt, was da rauskommt. Mit vielen Lachern auch dabei. Und ja, dann am Ende halt eben diesen schönen Kicker. Ich habe das Tossed-Out-Deck schon ein paar Mal gesehen, ich fand es aber nie so geil, ein Kartenspiel in die Mitte von Zuschauern rein, weil ich dann die Kontrolle gern noch weiter hätte, welche Dinge. Und im Nachhinein kam auch jemand auf mich zu und gesagt,
er hat eine Idee, wie es funktioniert, ob er es fragen darf, ja. wenn ich sage, und er hat irgendwie gesagt, ja, dadurch, dass die Karten hochgebogen sind, wusste ich, wo die Karten sind. Und ich habe dann irgendwie meine Finger reingesteckt und dann konnte ich im Nachhinein gucken, wo es ist. Und er hat quasi null Ahnung gehabt, wie es funktioniert. Genau, es ist, wie gesagt, ein bisschen riskant von dem, wenn sich die Zuschauer zu viel unterhalten. Aber ich dachte mir, selbst in dieser kleinen Freundschaftsrunde, Geburtstagsrunde, habe ich es performt. Und es kam einfach megamäßig an. Man merkt hier halt einfach, dass es ein richtiges Profi-Produkt ist, was auf den Markt gebracht wird. Dass es nicht einfach eine Idee ist, die man halbwegs auf den Markt schmeißt, sondern dass da wirklich Jahre an Erfahrung drin stecken. Auch die Skripte, die ganzen mit dem Pokerface, die Stories, das merkt man einfach, dass das unheimlich aus der Praxis kommt. Deswegen ist es auf jeden Fall für Performer. Also es ist schon eher ein Bühneneffekt. Im Close-Up, würdest du es jetzt sagen? Nee, Stand-Up auf jeden Fall, Stand-Up-Bühne. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Bühneneffekt, es ist für mich auch ein Worker. Ich habe es sofort in den Koffer rein, es wird auch drin bleiben, je nachdem, wie es sich halt eben ergibt. Deswegen, das habe ich bei People Power damals bei der Review gesagt, das ist dieser Effekt, den ich damit im Repertoire, wo ich sowieso schon 6 Leute habe. Die können sich leider nicht kombinieren, die Effekte. Von daher, das ist das. Aber im Moment ist es tatsächlich der, weil ich nur dieses Kartenspiel brauche und es wirkt halt einfach wirklich interessant. Ist halt geil, ne, mit dem Kartenspiel einen Bühnenprop zu haben. Also das ist halt eigentlich selten, weil Karten meistens zu klein sind für Bühne, aber hier klappt das halt super. Ja, und Bill Abbott geht auch darauf ein, dass er dann quasi das Kartenspiel, ein anderes Kartenspiel dann rausgibt, weil der Fokus liegt null auf diesem Kartenspiel. Ja. Also wirklich überhaupt gar nicht. Und ja, simpel, einfach, mit coolem Skript, bestimmt, keine Ahnung, 5 bis 8 Minuten locker, wenn du es irgendwie überbrücken müsst. Ja, ich würde es direkt bewerten. Also ich gebe ihm 8 Punkte, weil ich kann es mir durchaus vorstellen, wenn du es mal rausrücken solltest, das auch mal auszuprobieren. Ja. Ich gebe dem Ganzen 9 Punkte. Ich finde es Preis-Leistung megamäßig, das Skript, was ihr bekommt. Es ist witzig, es ist interessant. Bill Abbott hat da wirklich ganze Arbeit geleistet und auf jeden Fall megamäßig. Ja? Wenn ihr euch aber für visuelle Kartengimmicks interessiert, checkt auf jeden Fall mal auch die letzte Folge ab. Und wenn ihr Lust habt auf Ballons, dann könnt ihr nächste Woche vorbeischauen. Bis dahin, bleibt magisch!